So, ihr kleinen Kalknudeln, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast, bei mir, dem Kegel-Let's-Player. Ja, wir waren jetzt das letzte Mal hier oben an dieser wunderschönen Stelle stehen geblieben. Mal gucken. Okay. Kann ich nicht auch zu dir hier... Moment. Ja, ach, geh mal ganz locker da hinten weiter, natürlich. Das muss ja auch so sein. So. Ja, wahrscheinlich... Was ist denn hier passiert? Sieht ein bisschen kaputt aus. Das kann ja was werden. So. Aha. So. Was soll man da? Das ist ein Schlüssel. Für den Wäscheschacht werden drei sich... Was? Was? Ich glaube, es hackt aus. Oh! Hä? Ach, da sitzt ja einer. Hallo! Okay. Oh mein Gott. Ja, nicht mein Gott, also der Kegelgott ist zwar hier, aber... Das ist... Boah, Alter. Was steht da? Drive in the nails. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ehrlich gesagt interessiert es mich auch gar nicht. Oh, hier gehen die Frames ja richtig schön nach unten. Ach, guck mal. Da muss schon mal die erste von drei Sicherungen. Das ist schon mal super. Nee, lass mal. Scheiße. Also wenn ich es irgendwie geahnt hätte, dass ich hier verfolgt werde. Wo kommt denn der jetzt her? Durch da, du Penner. Alter. Boah. Da klappen sich bei mir schon wieder die Fußnägel hoch. So, wahrscheinlich müssen wir jetzt hier rechts da in die Tür auch noch rein. Boah, Alter. Los, Rubella. Das hat wenigstens gespeichert. Also die erste Sicherung dürfte uns dann schon mal sicher sein. Oh Gott. Hallo? Was haben wir denn da? Was ist das? Pray for Revelation. Beten für... Was heißt das? Revelation? Revolution oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte in Englisch mal ein bisschen besser aufpassen sollen. Aber egal. So. Oh, mal gucken, was hier drin ist. Nee, geh mal weg. Sorry, ich hab einen wichtigen Termin. Boah, weg hier, weg, lauf. Lauf, du Hoden. Alter. Geh mir nicht so aufs Herz. Alter. Boah. Alter, ich krieg hier die Krise. Kann mir mal einer sagen, wo dieser Spasti jetzt hergekommen ist? Boah. Das geht einem durch und durch. Puh. 1, 2, 3, 4. Es ist lustig. So, also wir wechseln mal die Batterie, weil wir es können. Und sehen zu, dass wir die restlichen zwei Sicherungen zusammenkriegen. Eine hatte ich da schon in dem Raum gesehen. Und... Nee, lass mal. Sollst aufhören, mich zu hauen, du Penner!
Ich habe was zu tun hier. So, hier. Aufnehmen, Mensch. Zack, zack. Wieso sind jetzt beide hinter mir her? Es wäre mir eigentlich lieber gewesen, wenn die sich gegenseitig jetzt über den Jordan geschossen oder geschissen oder sonst irgendwas gemacht hätten. Aber naja, man kann es sich eben nicht aussuchen. So, hier nochmal kurze Pause und so, ne? Tschüssi! So, ich gehe mal eben weiter. Der andere Typ ist ja gerade da hinten hingegangen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt eine freie Bahn haben. Das ist niemals so. Moin! Ah, guck mal. Ja, mal Tür zu. Dass ich erstmal ein bisschen Ruhe habe. Ah, guck mal. Und zack haben wir die 30. Oh, Gott sei Dank. Boah. Wie gut, dass das hier so lineal ist. So, und wenigstens ist der Dicke hier noch nicht aufgetaucht. Ja, noch nicht. Wer weiß, ob der, der wird garantiert ja auch noch auftauchen. Das ist vielleicht jetzt noch das Geschenk nebenbei. So, wir sehen jetzt... Hi! Wir sehen jetzt zu, dass wir ja ganz schnell wegkommen. Weil ich nämlich keinen Bock habe, mich hier noch mit diesen Spastis rumzuärgern. Oder rumzuerschrecken oder sonst irgendwas zu machen. Man weiß ja, wie es ist. So. Genau, geh du da mal hin. Ich setz mal eben hier ganz schnell die Sicherung ein. 1, 2, 3. So. Aua, aua, aua. Nein, nee, nee. Lass mal, lass mal. Ich hab zu tun. Ah. Alter, das tut doch weh, wenn man hier mit so einem... was hatte der in der Hand? Ein Eisen... Stahl-Ding? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, komm, die Butze da. Wo ist... Wo, Alter. Verdammte Scheiße, wo ist der Schlüssel? Alter! Ja, boah, ey, wo soll ich jetzt den Schlüssel? Woher kriege ich den Schlüssel? ja, gut, so kann man natürlich auch eine Tür aufmachen. Ist okay. Aber naja, da enthalte ich mich mal der Stimme. Alter, nichts als Schreck und Stress und Hasse nicht gesehen hier. Boah, so, wir wechseln mal eben die Batterie. So, ja, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal nach unten oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, ich komme dann hier auch wieder hoch. So. Müssen wir jetzt hier nochmal hin oder was? Ah, warte mal, wir hatten doch hier vorhin... Wo war die Laundry? Ach, hier. Da hatten wir doch diesen Wäscheschacht. Ja! Sehr gut. Dankeschön. So. Und jetzt sehen wir zu, dass wir zum zweiten Stock hochkommen. So. Was? Nee, lass mal. Hallo? Irgendwie wollte der gerade nicht nach links gehen, der Spasti. So. Ja! Wenn der Hodenkopf mal wenigstens springen würde, dann würde ich sagen, gut, okay, er kann es, aber er kann es nicht. So. Also. 1, 2, 3, 4. Schoko! Danke, es geht doch. So. Oh, diese Fickbratzen hier. Achso, kommen wir hier an die Arbeit? Habe ich vorhin, beziehungsweise am Anfang hier gar nicht geguckt. Aber natürlich nicht. Warum sollte man da auch weiterkommen? So, jetzt setzen wir hier noch den Schlüssel ein. Es hat Gott sei Dank gespeichert. Puh.
Aber eigentlich würde ich sagen, ich mache jetzt lieber einen Schnitt, weil diese Stelle gerade, die hat mir so derbe die Nerven geraubt. Schon wieder so eine Stelle zum Springen. Alter, was ist hier mit dem Treppenhaus los? Das geht doch gar nicht. Was steht da? Follow the blood. Ja, mache ich ja sowieso schon immer. Aber, nee, Leute, also ich mache jetzt für heute Schluss. Das, also, dieser Schreck gerade schon wieder, der hat mir wirklich gereicht. Ich habe schon gemerkt, bei diesem Spiel bin ich ein bisschen anders drauf als bei Amnesia. Also Amnesia habe ich ja wirklich so auf einer Arschbacke abgesessen, aber hier Outlast, das ist schon ein anderes Kaliber. Also da muss ich echt schon sagen, Wahnsinn. Na gut, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme von Outlast wieder. Hoffe, ihr seid auch wieder das nächste Mal mit dabei. Und ich verabschiede mich auf meine allbekannte Art und sage tschüss mit Ö und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.